Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind wieder da. Wir spielen wieder GTA 5. Und diesmal sorgen wir dafür, dass von unserer Druckerfälscherei, die wir da haben, die der Partypnix besitzt, die Waren, die wir produziert haben, zu liefern. Genau. Wir sind mitten auf dem Weg. Und ich hoffe, es geht nicht schief. Denn wir waren bis vorhin nur 3 Leute auf der Session. Und jetzt sind es auf einmal mehr geworden. Mal schauen, was da noch kommt. Genau. Guck, siehst du, da wo du jetzt gerade ausgefahren bist, muss ich links rum. Ja. Dann passt das schon mal. Du fährst dann über diese Autobahn. Nee, ich fahre jetzt erstmal hier Dings, über die Gleise. Ja, du fährst aber dann gleich Autobahn. Nach Los Santos rein. Wahrscheinlich. Alter, ich bin so ein lucky guy, ne? Ich sag's dir. Wäre ich ein paar Sekunden später draufgefahren, hätte der Zug mich erfasst. Alter. Was denn das für scheiß lahme Krücken, ey? Sei froh, dass du nicht mit einem Müllwagen fahren musst. Da musste ich nämlich vorgestern mitfahren. Echt? Und ich hatte einen komplett leeren Server, also ich war alleine. Oh, und Creative Cloud, geh mir nicht auf den Sack. Geh weg da. Und eins kann ich dir sagen. Wenn du alleine auf dem Server bist und 3 Mülllaster runter nach Los Santos bringen musst, in einer halben Stunde, schaffst du das nicht. Das ist scheiße. Ich habe nur 2 geschafft. Dann war die Zeit abgelaufen. Ja, das ist scheiße. Es sind 10 App-Updates verfügbar. Ja, das interessiert mich nicht. Oh. War da ein ganz, ganz dumpfes Gefühl bei der Sache. Ja, ich habe hier gerade, ich sehe gerade, ich habe hier ein gleich leichtes Problem. Spieler? Oder was? Nö. Sondern? Ich habe zu wenig Grafikspeicher. Wett? Weiß? Ja. Stand hier gerade. Nein, ich will... Ja, das will ich machen. Leck ganz kurz. So. Weiter geht's. Boah, ich fahre gerade im Schritttempo diesen Kackberg hoch, ne? Boah, ist das nervig. Es ist einer in meiner Nähe. Ja, Fuck. Bei mir auch. Bei mir auch, Kater. Müssen wir jetzt nur mit dem einen Postwagen hier fahren und alle Punkte beliefern? Oder müssen wir nochmal zurückfahren und welche holen? Nein, du musst nur alle 5 Punkte beliefern. Gut. Du hast 5 Pakete, ich habe 5 Pakete. Ja, deswegen meine ich ja. Hast du schon eine abgeliefert, oder was? Nein. Dann würde unten rechts stehen, Lieferung 1 von 10. Achso, ja, stimmt. Stimmt. Ich habe noch 800 Meter bis zum ersten Punkt. Ich habe 1,4 Kilometer. Also, ich habe den Berg erklommen. Alter, da sind welche mit diesen komischen, verrückten Fahrzeugen am Fahren. Einmal dieser komische neue Panzer und einmal dieser Kit, der ballern kann. Jetzt explodiert hier alles. Ja, super. Und ich muss genau dahin fahren. Wollt ihr mich verarschen? Ja, geil! Macht der Panzer mich gleich platt, Alter. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, ich hab's geschafft. Du musst aber aussteigen. Ja, der Panzer ballert da rum.
Toll, er schießt auf mich. Ernsthaft? Ja, ich habe das Fahrzeug einfach da stehen lassen. Er kommt. Alter, der kommt mit seinem scheiß fliegenden Fahrzeug. Das ist nicht dein Ernst, verpiss dich doch. So, wie muss ich das jetzt machen? Du läufst, steigst aus, läufst zu dem Punkt und ich kann nichts machen. Warum? Ja, weil die hier als ballern, die Wichser. Du kannst da nichts machen? Ja, weil die das Ding zerstört haben. Den Wagen? Ja, jetzt gerade. Ah, super. Blöde Arschlöcher. Wichser, ey. Der Retro Dead, das war der Wichser, den habe ich jetzt gekillt. Ne, der Turbo Mascantje war das. Der hat mich jetzt gekillt. Ja, der hat aber auch die, stand da gerade eben, der hat die Waren zerstört. Echt? Mhm. Also, die Organisation von ihm, die Pinke. Toll. Fängt ja schon wieder sehr gut an, meine Freunde. Das ist echt mega nice einfach nur. Das geht mir so auf den Sack alles. Ja, das ist schon echt nicht so geil. Es ist halt der größte Rotz, dass du mit diesen scheiß verfickten Panzern die ganze Zeit hier rumfahren kannst. Ja, das finde ich auch bescheuert. Weil die einfach übertrieben sind. Ja. Kannst dich halt nicht dagegen wehren. Ich weiß gar nicht, wo meine Punkte sind. Der fährt andauernd in meine Richtung, der Wichser. Alter, ich kann nichts machen. Die verfolgen mich jetzt gerade mit zwei fetten Panzern. Aber das ist gut, wenn die dich verfolgen. So lassen sie mich in Ruhe. Ja, einziger Vorteil. Mega scheiße ist es auch, dass diese Panzer mehrere Schüsse von den Raketen aushalten. Von Lenkraketen? Ja. Das ist kacke, ey. Die sind einfach übertrieben imbar. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Also 3 habe ich. Sehr gut. Fehlen nur noch 2 und die sind relativ weit weg. Ich weiß gar nicht, wo der letzte sein soll. Toll! Es hat nicht funktioniert. Was denn? Ich wollte ein mit Haftbomben bestücktes Fahrzeug auf die draufwerfen. Ich bin aber auf den Boden geknallt und drüber gerutscht und konnte die Granaten, also die Bomben nicht zünden. Na super. Und ich bin schon wieder tot, Alter. Fick dich doch, Mann. Dieser Turbo Mascantje hat zu viel New Kids geguckt.
Ja. Und nicht mal die Polizei kann was dagegen tun, Alter. Was sollen die denn auch machen? Ja, mit Panzern und so anrücken. Ja, so viel Dings kriegst du ja nicht mal. So ja. Spannungslevel. Ja, das sollte aber normalerweise gehen. Normalerweise, ja. Alter, ich kann rein gar nichts machen. Nichts. So, viertes Paket. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie weit ist der letzte Punkt weg? Bestimmt ja, Alter, ich kann doch nicht mal in ein Auto einsteigen und wegfahren, weil der Wichser wiederkommt. Ist doch scheiße, Alter. Mann, ey. Oh, der letzte Punkt ist bei dir in der Nähe. Ja, und das ist jetzt der größte Rotz, weil hier ballern sie als rum. Na, hoffe ich mal, dass ich trotzdem ankomme. Du kommst da echt nicht weg, ne? Nee! Ich kann dir noch nicht mal helfen, Alter. Zack, schon wieder tot. Jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt, Alter. Was soll denn das? Mann. Vielleicht kannst du jetzt fliehen. Ja, das bringt nichts. Der fährt schon wieder in meine Richtung, der Wichser. Ich muss erstmal ein Auto finden. Aua, scheiße. Aber wenn du die Aufmerksamkeit auf dich ziehst, könnte ich vielleicht Glück haben. Ich habe jetzt ein Fahrzeug und versuche irgendwie wegzukommen. Oder soll ich sie nochmal ablenken? Ja, oder fahr in Richtung Norden. Weg. Weil ich muss da zur Pferderennbahn. Glaube ich. Okay, du bist tot. Es bringt nichts. Sie stehen beide mit ihren zwei Panzern da und versuchen sich gegenseitig zu töten. Und merken gar nicht, dass ihre Panzer nicht kaputt gehen, diese scheiß Lowbobs. Wichser da, ey. Hallo. Mann, ey. Komm schon. Oh. Wo sind denn die? Bei mir. Oh, direkt nein. Bei mir und du fährst ja auf die zu. Ich muss da hin. Ne, ich fahr weiter geradeaus. Ich fahr einen Umweg. Jo. Alter, nicht mal Haftbomben töten die! Du bist bescheuert, ohne Witz. Oh, Retro Dead ist gestorben. Oh, ich höre hier alles explodieren, ey. Aber ich glaube, ich bin weit genug weg. Komm, nur noch 350 Meter. Oh, oh, hinter mir explodiert's.
Okay, wenigstens ein bisschen Kohle gehabt. Huh. Alter, ey. Könnt kotzen, ey. Ehrlich. Du hast das auch nicht, da wegzukommen. Nein, der kommt wieder zu mir gefahren. Ich schaff's nicht mal zu fliehen, Alter. Das ist echt scheiße. Jetzt fährt der mir hinterher mit seinem verfickten Fuck-Panzer. Nee, doch, der fährt hier auch über die Wiese. Der versucht's zumindest. Fahr links, fahr links, fahr links. Ich laufe. Lauf links. Warte, ich komm dir entgegen. Ich hol dich ab. Der kommt hier hin. Ah, ist aber nett. Doch, der kommt. Der, guck doch mal. Hol dich ab. Ich bin gleich tot. Ja, Mann! Alter! Wo spawnst du? Irgendwo, keine Ahnung, warte. Hier. Okay, ich weiß wo. Du läufst ja auch genau auf den zu, Alter! Ja, hab ich auch gemerkt jetzt. Der war erst auf der anderen Seite. Er ist in die andere Seite zur anderen Seite gefahren erst. Der schnelle Panzer. Ja. Okay, fährt weg. Er ist im Pausemenü und sucht mich, der Wichser. Ja. Datei. Wow, warum werde ich verfolgt, Alter? Ich hab ein Auto, komm, lass uns abhauen. Ja, los. Fahr rechts und links. Und tschüss. Aber warum habe ich jetzt einen Stern? Ich weiß nicht, wahrscheinlich gegen einen Bullen gefahren oder jemanden umgefahren oder so. Nein, gar nichts. Der kam auf einmal. So. Krass. Meinen Wegpunkt kannst du nicht sehen, ne? Nein. Doch, kann ich. Ich sehe ihn. Gut. Hast du jetzt eigentlich auch Geld dafür gekriegt gehabt? Nö, ich habe rein gar nichts gekriegt. Okay. Oder? Oder? Kriegst du das auf jeden Fall direkt aufs Konto? Kriegst das nee, nicht hab ich nicht. Hab ich nicht. Okay. Nächster Stopp, Vollgas. Was? Da stand Stopp auf der Straße. Nächster Stopp, Vollgas. Hä, wo hast du denn dein Spawnpunkt hingesetzt, also den Dings hingesetzt? Dokumentenfälscherei? Ach so, Alter. Weil die brauchen neue Waren. Also Nachschub. Okay. Sehr gut. Oh, das Ziel. Lass uns das nehmen. Was? Was nehmen? Warte. Oh, da fliegt ein Flugzeug. Ja. Ach so. Das bewegliche Ziel, da will das Flugzeug gerade hin, dann lassen wir das. Okay. Beim beweglichen Ziel kriegst du halt mega viel Erfahrungspunkte. Okay. Und Geld für kaum Arbeit. Okay. Kenne ich noch nicht. Ich musste, wann war das? Vorgestern, glaube ich,
einfach einen Helikopter von A nach B fliegen. Da waren noch nicht mal Gegner oder so. Und dafür habe ich, glaube ich, 20.000 gekriegt. What? Ja, mehr war es nicht. Nein, in der Realität fahre ich nicht so. Du bist denn jetzt wieder gegengefahren? Ich bin ausgerutscht und... What the fuck? Ich bin weggerutscht mit dem Fahrzeug. Und bin dann über Matsch gefahren und was weiß ich was alles. Okay. Und davor bin ich gegen dieses komische Straßenschild gefahren, wo du links abbiegen musst. Alter! Was denn? Ja, die Frontschütze vom Auto ist erstmal noch so ein paar Meter weiter gerollt. Alter, gerutscht. Guck, siehst du das da hinten, das Stück? Auf der Straße? Nee, fahren wir nicht da nicht. Warte. Hier ist die Frontstoßstange. Nee, warte. Liegt bei mir nix. Hier, ja? Liegt nix. Okay, und ich bin gegen die erste Stange hier links. Hier, da bin ich gegen gefahren. So. Verdammt. Oh, geil. Die Mitarbeiter sind am Arbeiten. Ja. Wie sie alle mit solchen fetten Lupen auf dem Kopf da drauf gucken, ey. Wirst du nicht automatisch rausgeportet? Nö. Bist du wieder draußen? Ja. Ich bin automatisch raus. Mitglied des Jetzt? Board. Du hast die Sitzung verlassen. Was? Ja. Hab ich nicht. Doch. Ja, aber warum? Weiß ich nicht. Das habe ich ja nicht... So, mach... What? Ich habe jetzt gerade Freund beitreten gemacht, ne? Ja. Dann geht ja das Bild von dir so raus, sozusagen. Ja. Dann stand auf einmal in meinem Typ Franklin. Dann hast du die Internetverbindung kurz verloren. What? Obwohl, das müsste man ja im TS auch merken. Ja, war ja nix. Nö. Dann hat der vielleicht einfach nur GTA-Verbindungsprobleme. Ist wie bei mir gestern. Ich mache eine Mission und sollte 50.000 kriegen, krieg aber das Geld nicht, weil ich in dem Moment Verbindungsprobleme hatte. Toll. So, Ladevorgang, wo bin ich? Ja klar, wieder in meinem Bunker. Ha, warum? Weiß ich nicht. So, warte. Ich meine, das ist jetzt einfach. Oh, scheiße, ich kann keine Prospects suchen. Warum? Weil ich doch die Mission am Laufen habe. Nein, und ich muss 2 Vorräte holen. Oh, nee. Weil du am Anfang noch mit dabei warst. Ah, scheiße. Kacke. Das ist Kacke, das ist wirklich Kacke. Und zum Glück ist es nicht so ewig weit. Und ich mache jetzt was Gemeines. Was denn? Ich habe die Mutti rausgeholt. Was hast du rausgeholt? Die Mutti. Was ist denn die Mutti? Die Mutti. Ist das deine mobile Kommandozentrale? Jawohl, die Mutti. Warum Mutti? Schüchtere das Ziel ein. Krieg hin.
Mutti aus dem Grunde, ich denke mal, das wäre richtig geil, aber I weiß ich nicht. Mobile Unit of Tactical Transporting und I, keine Ahnung. Mutti. I ist halt nur zum Ausschmücken da. Ich verprügel den Typen hier gerade. Komm! Okay. Ich soll ihn einschüchtern. Beste Methode ist, verprügel ihn. Warum schießt du nicht einfach auf ihn? Weil er dann tot geht. Nein, oder in die Nähe von ihm. Nein, das bringt nichts. Schon versucht. Ja. Oh nein, wo ist denn das? Oh, gut, die liegen nicht weit weg. Das ist super. Retro Dead schreibt no. Zu was? Keine Ahnung. Und dann lol. No lol. Mutti! Mutti ist unterwegs. Also mit Mutti solltest du nicht über die Berge fahren, ey. Sie kann das? Wir können ja mal eine Challenge machen. Wer schafft es zuerst auf Mount Chiliadap mit Mutti? Zeit stoppen. Mutti komplett angekoppelt oder nur? Komplett angekoppelt. Okay, das wird heftig. Ja. Also wenn schon, dann auch richtig. Das stimmt. Naja, meine lieben Freunde, ihr guckt mir die ganze Zeit nur dabei zu, wie ich hier durch die Berge fahre. Ich denke, das macht so keinen Sinn, wenn ich weiter so fahre. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Da ist dann hoffentlich nicht so viel los wie jetzt gerade. Und wir kriegen dann ein paar Missionen hin und können ein bisschen unsere Lagerhäuser füllen und ein bisschen was verkaufen. Würde ich mal sagen, bis dahin. Viel Spaß noch und tschüss. Ciao.